So, unser nächstes Team heißt Math Random und die haben ein Problem im Matheunterricht identifiziert, ein sehr interessantes, und dafür haben sie eine Lösung entwickelt. Das erzählen sie euch jetzt gleich. Und zum Team Math Random gehören Melanie, Leo, Paula, Timo und Felix. Herzlich willkommen. Genau, hallo, ich bin die Melanie. Ich bin der Leo. Ich bin der Felix. Ich bin Paula. Ich bin der Timo. Deutschland hat ein Problem, ein Matheproblem. Es gibt so wenige Aufgaben. Falls Sie Kinder haben, Sie kennen es sicherlich, wenn Ihre Kinder aus der Schule heimkommen und weinend Sie ansprechen: Mami, Papi, wir haben keine Matheaufgaben mehr. Wir haben dieses Problem gelöst mit unserem Projekt Math Random. Ein Aufgabengenerator, der zu verschiedensten Themen in den Bereichen Mathematik und Physik unendlich viele zufällige Aufgaben generieren kann. Und ein bisschen mehr dazu erzählen würde ich jetzt die Paula. Ja, ich hab im Backend gearbeitet und die Aufgabengeneratoren für die linearen Gleichungssysteme, die Vektorrechnung und bei der Physik für das Fadenpendel gemacht. Genau. Es wurden schon lineare Gleichungssysteme angesprochen, aber die werden noch nicht angezeigt, das kommt noch. Genauso wie Zahlen umrechnen, verschiedenes, Zahlendarstellung. Genau. Was inzwischen schon da ist, ist verschiedenes zu Kurvendiskussionen, also Nullstellen finden, da kommt auch noch mehr, weil es auch erst fast fertig wurde. Was schon sehr gut funktioniert, ist das Fadenpendel, was als erstes fertig wurde, das eigentlich eine Ausgabe der Physik ist. Genau. Und der Leo wird auch ein bisschen was über das Frontend erzählen und dann gibt es eine Vorstellung. Das Frontend ist mit HTML und JavaScript gemacht. Der Backend-Server ist in Python geschrieben. Das Frontend fragt dann immer an für die ganzen Aufgaben. Es wurde Materialize benutzt. Und wir zeigen euch jetzt eine Demo. Genau, wir führen euch die Website jetzt vor. Zuallererst sehen wir eine Seite mit verschiedenen Themengebieten, so Mathe und Physik, und einzelnen Unteraufgaben dazu. Wenn wir jetzt Lust haben, quadratische Funktionen zu machen, die sind schön, können wir da drauf gehen, kriegen wir eine Aufgabe gestellt und ein Feld, in das wir die Lösung eingeben können. Sollte die Lösung, die wir jetzt eingeben, falsch sein, wird uns ein Tipp angezeigt, der uns hilft, die Lösung zu finden. Wenn wir dann die richtige Lösung gefunden haben, bekommen wir das auch angezeigt und nochmal einen allgemeinen Rechenweg, der uns hilft, das Ganze besser zu lernen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, weitere Aufgaben zu machen, oder wir können zurück zur Themenübersicht gehen. Um euch jetzt mal ein Beispiel zu zeigen, wir haben ja auch Physikaufgaben drin. Wenn wir uns mit dem Fadenpendel beschäftigen möchten, das wäre eine schöne Aufgabe dafür. Das sind all die Dinge, die jetzt schon da sind. Es könnten natürlich noch viel mehr kommen. Zusätzlich zu den weiteren Modulen haben wir auch noch eine Zeitmessung, eigene Statistik, wie auch Accounts geplant, schrittweises Lösen und so weiter. Wir hoffen sehr, dass unser Programm vielen Schülern helfen wird, besser in Mathe zu werden und in Physik. Wir danken unseren Mentoren Nana und Aileen, die uns so hilfreich beim Programmieren geholfen haben. Wir fanden die JugendHack dieses Jahr wirklich sehr toll. Und nochmal bitte einen kräftigen Applaus für Mentorin Paula. Ja, ganz vielen lieben Dank. Da habt ihr wahrscheinlich wirklich für viele Schülerinnen und Schüler ein Problem gelöst, dass sie besser in Mathe werden können. Ich hätte das zum Beispiel sehr nötig. Naja, ganz vielen herzlichen Dank. Ich finde das wirklich sehr kreativ, was ihr da gemacht habt. Super cool. Dankeschön. Was ich ja am erstaunlichsten fand, war nicht nur das Projekt an sich, sondern auch, dass während einer Präsentation auf einer Bühne die quadratische Formel einfach so im Kopf gelöst wurde. Krass!